10 Milliarden Menschen sollen bis zum Jahr 2050 auf der Erde leben. Eine unvorstellbare Zahl. Und die große Frage lautet, wie sollen die alle satt werden? Fest steht, wenn die Welt so weitermacht, wird es schwierig. Schon jetzt leidet jeder Sechste unter Hunger. Der Kölner Filmemacher Valentin Thurn ist um die ganze Welt gereist, hat mit Fleischfabrikanten, Wissenschaftlern und Biobauern gedreht. Dabei herausgekommen ist ein beeindruckender Dokumentarfilm. Wenn ich mir anschaue, wie die Weltbevölkerung wächst und wächst, wie es immer enger wird auf unserer Erde, dann frage ich mich, werden wir in Zukunft genug Nahrung für alle haben? Ich mache mich auf eine Reise rund um die Welt, um dieser Überlebensfrage nachzugehen. Es ist eine lange Reise, die Dokumentarfilmer Valentin Thurn zusammen mit seinem Team unternimmt. Sie führt ihn in 10 verschiedene Länder. Welche Lösungsansätze gibt es für die Landwirtschaft der Zukunft? Wie packen Bauern das Problem an? Wie wollen Konzerne ihre Lebensmittelproduktion steigern? Welche Ideen haben Wissenschaftler? Ist Gentechnik eine Option oder eher der Biolandbau? Also es ist natürlich ein Wahnsinn, ein sehr komplexes Thema wie die Welternährung in 1,5 Stunden zu packen. Wir haben ja, mein Gott, wir haben ein Jahr recherchiert. Eine Person hat nur die Recherche koordiniert und da waren ganz viele im Team, die weltweit zusammengetragen haben. Es ist natürlich nicht so, dass es eine Lösung gibt, aber ich bin fest davon überzeugt, für dieses große globale Problem gibt es viele kleine lokale Lösungen. Und wer nach globalen Lösungen sucht, also welche, die weltweit funktionieren, der wird sehr bald scheitern. Die Diskussion um Kunstdünger verdeutlicht dieses Problem. Kali wird auch in Deutschland in großem Stil abgebaut. Mineraldünger steigert die Erträge der Felder beträchtlich. Ohne ihn, behaupten die Fortschrittsgläubigen, wird es niemals genug Nahrung für alle geben. Doch die Ära des Kunstdüngers geht zu Ende. In wenigen Jahrzehnten sind die Kali-Vorkommen ausgebeutet. Und dann? In Japan gehen Agrarvisionäre neue Wege. In einer Pflanzenfabrik lassen sie Pflanzen unter hochsterilen Bedingungen wachsen. 9-mal ernten sie im Jahr. Trotz der hohen Energiekosten rentiert sich deshalb diese Hightech-Lösung, zumindest in einem Industrieland wie Japan. Wir haben über 1 Milliarde hungernder und wahrscheinlich noch mal 1 bis 2 Milliarden fehlernährte Menschen auf der Welt. Und für die bräuchte es Low-Tech-Lösungen, also welche, die nicht so kompliziert sind, die nicht so teuer sind, dass sie sich nicht leisten können. So eine Lösung lässt Thurn sich in Indien erklären. Dort sammeln Aktivisten traditionelle Reissorten für die Kleinbauern, damit diese unabhängig bleiben. Das industrielle Saatgut der Agrarkonzerne müssten die Bauern jedes Jahr neu kaufen. Die Landwirtschaft steht vor riesigen Herausforderungen, um die wachsende Weltbevölkerung zu ernähren. Wir in den westlichen Wohlstandsgesellschaften haben uns in einen Konsumwahnsinn hineingelebt, den wir uns schönreden. Dabei kann jeder etwas tun, und wenn es nur wenig ist. Der Verbraucher hat mehr Macht, als er glaubt. Ganz viele von diesen Lösungsansätzen, ich mache in einem Gemeinschaftsgarten mit oder ich mache bei einer Einkaufsgenossenschaft mit, die haben sowas Niedliches. Ja, das ist ja schön, dass du das machst, aber für die Welternährung ist das doch lächerlich. Und ich wollte eigentlich sozusagen den Überbau dazu machen, dass es keineswegs lächerlich ist, sondern dass es diese lokalen Lösungen im Einzelnen eine große gesamte Lösung ergeben. Auch in seiner Heimatstadt Köln unterstützt Valentin Thurn zahlreiche Lebensmittelinitiativen. Die neueste, eine Art Hofladen 2.0, die Food Assembly, eine Aktion gegen Lebensmittelverschwendung und für die Bauern aus der Region. Hier gibt es keine Zwischenhändler mehr, wie auf dem Wochen- oder Supermarkt. Der Städter bestellt auf einer Online-Plattform direkt beim Bauern und der bringt die Lebensmittel dann zu einem privaten Gastgeber mitten in der Stadt. Die regionalen Bauern werden durch faire Preise unterstützt und beim Abholen lernt der Käufer den Erzeuger seiner Lebensmittel persönlich kennen.
Alles klar. Dankeschön. Der ganze Bezahlvorgang läuft über das Online-System. Hier fließt kein Geld an dem Ort. Dann kann eben zu diesem verabredeten Zeitpunkt, der bei uns immer Mittwoch 17:30 bis 19:30 ist, dann das Bestellte abgeholt werden. Der Vorteil ist, es fallen natürlich keine Abfälle an. Es wird nur das mitgebracht, was tatsächlich bestellt wurde. In Frankreich gibt es dieses System schon seit 2011. Über 400 Food Assemblies sind registriert. Für viele regionale Bauern in Frankreich ist dieser neue Vertriebsweg inzwischen zu einem ernstzunehmenden Geschäftszweig geworden. Also ich glaube ganz fest daran, global denken, lokal essen, das ist für unser Thema Welternährung der Dreh- und Angelpunkt. Wenn die einzelnen Regionen wieder in die Lage versetzt werden, ihre Grundversorgung selbst zu erzeugen, dann haben wir viel gewonnen. Der Film 10 Milliarden geht ein komplexes Thema an, bewusst ohne ideologische Scheuklappen. Er ist als Diskussionsgrundlage gedacht. Gesprächsbedarf gibt es reichlich. Schließlich werden wir in Zukunft sehr viele sein. Ja, und ab morgen gibt's den Film dann im Kino. Und ein Umdenken in Sachen...